kann ich jetzt nehmen. Versuchst du so ein bisschen wegzulenken. Egal, ich habe noch Magazine für dich. Also ich habe ein paar. Nicht unendlich viele, aber ich habe ein paar. Oh fuck. Hast du alle Z jetzt durch? Alter. Kannst du mal kurz zu mir kommen, bitte? Und die Zombies hier wegtöten, weil ich muss kurz bandagieren. Die kommen ins Zelt rein. Ja, töten die alle drei. Noch ein? Jawohl, da komm rein. Oder warte. Warte mal, was ist denn AKS? Es hat nicht die gleiche Munition, oder? Doch, die hat auch die AK. Ne, die hat die 30 Round AK-Magazine. Warte, versuch sie wegzulocken. Schieß nicht so viel, bitte. Ich versuch sie wegzulocken. Komm her, ich bin viel geiler. So, okay, jetzt komm raus. Warte, ich wollte die Waterbottle nehmen. Achso, ja, dann. Auch wenn sie leer ist, ich nehme die aber nicht. Hier vorne ist ein See. Okay. Jetzt kommen wir zum Supermarkt. Aber hier vorne ist echt irgendwo ein See. Ich hab den eben noch gesehen, der ist da relativ ab im Supermarkt eigentlich. Ja, Bloodbags haben wir jetzt halt keine mehr, oder? Hab ich noch eins im Rucksack? Also ich hab auch noch eins. Achso, okay, dann. Aber egal, reicht auch erstmal, weil ich hab noch gut Blut. Ja, ich auch. Also ich hab eben, glaube ich, nicht so viel verloren. Ja gut, ey Alter, wenn ich überlege, damit mit 500, 600 Blut durch die Steppe stapfen, und dann bin ich tatsächlich nur angekommen. Zwar alle 2 Minuten umgekippt, aber ich bin angekommen, immerhin. Ja, warte mal, lass mal kurz hier in das rote Haus reingucken, in das Backsteinhaus hier. Weil ich meine mich zu erinnern, hier mal ein Ghillie-Suit gefunden zu haben, also nicht hier, aber in so einem Haus. Oh, wieso kann der hier durch? Durch diese Wand. Was liegt da? Nichts Gutes. Was liegt hier? Bandage und? Was hab ich jetzt genommen? Oh, da komm ich rein. Da sind welche. Soll ich's töten? Ja. Wäre nicht schlecht. Was hab ich denn da jetzt weggelegt? Ach, keine Ahnung. Oh gut, jetzt kommen immer mehr. Lass mal lieber weggehen. Einfach rennen. Ja, wo? Geht das? Geht ja nicht. Oh Gott, wie viele. Okay, schön. Jetzt sollten wir raus hier. Oh fuck, nachladen. Oh Gott, jetzt kommen ja viele hier. Mensch. Oh, jetzt habe ich mir Knochen gebraucht, das ist schön. Ja, wie viele? Ich brauche Hilfe, ohne Witz. Ich schaff es alleine nicht. Ich hab keine Munition mehr. Ich muss raus hier irgendwie. Fuck. Was soll das? Hilfe! Ich kann nichts machen jetzt. Ach du Scheiße, jetzt werden wir sterben. Also ich kann mich nicht verteidigen hier. Hilfe! Hilfe! Alter, wieso kommen hier so viele Zombies? Ist doch unendlich. Unendlich viele sind das. Was soll das? Also ich werde jetzt auch sterben. Alter, wie krass das ist, wenn man hier nicht raus kann. Kannst du hier nicht irgendwie flüchten? Ich komme nicht durch die Massen. Ich versuch's. Wie viele sind denn bei dir noch im Raum? 10 oder so. Jetzt lass mich durch, du Fuck-Zombie. Letztes Magazin. Ich komme nicht durch. Kannst du den Weg freischießen? Gar nichts mehr, ich hab nichts mehr. Scheiße. Jetzt bin ich bewusstlos. Scheiße! Ey, so ein Rotz, ey. Wie viele da aber auch kommen. Mehr. Absolut nichts mehr. Ich kann auch nicht fliehen, weil ich habe ja ich brauche Morphin jetzt erstmal. Ja, und ich öffne mein Inventar lustigerweise gerade nicht mehr. Doch, jetzt mache ich's. Ich habe aber auch kein Morphin dabei. Ey, da rette ich mich aus so einer Scheißlage und dann sterbe ich in so einem Fuckhaus. Ich will in so ein Haus rein. Ey, das ist doch auch lächerlich. Alter, wie viele Zombies. Also, ja, aber nicht mehr lange. Wo liegst denn du? Weil ich würde dir gerne ein Bloodbag wenigstens versuchen noch zu geben, aber... Ja, ich liege in der Masse. Jetzt bin ich tot. Ich krieg die Option auch nicht, also es ist aussichtslos. Alter Vater, ey.
Boah, ich krieg die Option nicht. Ja, jetzt bist du tot. Ich kann aber auch nichts machen. Ich hatte irgendwie 5 Magazine für die Pistole und nochmal 4 oder sowas für die AK. Ja, ich hatte ja bloß ein Magazin. Und das habe ich reingeballert, dann so ein paar umgekippt und dann kam mehr. Ich konnte nichts machen. Und ich komme ja auch nicht raus. Im Endeffekt waren es jetzt noch 2-3 Zombies, die hier rumlagen. Oder? Komme ich hier weg? Die versuchen immer noch dich zu töten irgendwie. Ja, ja. Die wollen mich aufessen. Nam, nam, nam. Warte, ich bandagiere mich mal kurz selber. Es könnte sein, dass ich gerade überlebe. Oh nein, 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 ihr kriegt nicht hinter mir her. Hört auf. Hört auf. Okay, ich habe mich jetzt bandagiert. Also bluten tue ich nicht mehr, aber ob ich jetzt wirklich flüchten, weil ich kein Morphin habe. Und vor allem, wie weit ich dann komme, ist halt die Frage. So, wo bin ich denn? Weg. Ich bin in... Ach, ganz ehrlich, komm. Jetzt ist auch schon egal. Ich bin mein Elektro. Ein bisschen machen wir noch. Oh, ein Regenbogen. Mensch. Was? Ich bin nicht gestorben. Aber die Zombies. Alex, du bist in. Oh ja. Okay. Ein Schlag. Ein Schlag. Straße nördlich von Kamenka Richtung Seleno. Das ist doch nicht deren Ernst. Ey, dieses Haus. Ja. Wie kann das denn sein? Alter, da lagen schon 25, 30 tote Zombies und dann kamen da immer noch welche, ey. Ja. Ja. Also, ich meine, ich habe so viele abgeknallt. Wie viele waren das? 30? Wirklich 30 oder so? Mindestens. Scheiße, ey. Das ist so ärgerlich. Oh ja. Ich hatte ein Auto und sowas. Und vor allem, ich hätte noch rauskommen können, aber ich hab mir noch die Cokes und die Pasta genommen von den Zombies, weil ich ja nicht... Oh. Ja, und dann, da ich weiß auch nicht, dann bist du auch noch drin geblieben und dann kamen so viele... Ja, ich bin drin geblieben, weil so viele Zombies vor mir waren und ich mit der AK das nicht alles geschafft habe. Wo bin ich gespawnt? Kamenka. Ah, da bin ich auch gerade, aber ich bin jetzt schon die nördliche Straße rausgelaufen. Nördliche Straße? Ja, wenn du im Ort bist, geht eine Straße nach Norden. Also was willst hoch. Du im Norden? Jetzt fast in Zelenogorsk. Was willst du im Norden? Supermarkt und so. Und woher weißt du, dass du in woher weißt denn du jetzt schon, dass du in Zelenogorsk fast bist? Weil ich eine Karte habe. Oh, okay. Ich hab mein ganzes Zeug. Ich habe irgendwie nur mein Inventar und mein Rucksack ist leer. Der Server läuft aber überflüssig. Ja, ey, wie schnell ich agieren kann. Ja, egal, dann treffen wir drei uns auf jeden Fall. Ich laufe jetzt Richtung Elektro und so. Oder Cerno erstmal. Halt. Wuhu, Armbrust. Damn. Yay, eine Armbrust. Ich mag die voll. Wer, wo ist Mark eigentlich? Tot. Keine Ahnung. Mark das nicht. Naja. Oh, warst du nicht auch bei Starry? Nee. An seinem Kilometer oder irgendwie in der Nähe war, aber so direkt war ich nicht da. Wie viele Zombies folgen mir bitte? 4, 6, 8. Auch noch Müll drin. Wo gibt's denn hier irgendwelche guten Lootpunkte nochmal? Kamenka, Balota ist der nächste eigentlich, oder? Ja. Marc, wo warst du nochmal? Du warst da auch irgendwo im Norden, ne? Ich bin irgendwo. Kann man mit einer Axt Scheiben kaputt machen? Gewesen. Ich bin ja. Vom Krankenhaus oder was zum Beispiel, ja. Also. Das ist, glaube ich, sogar die lautloseste Variante. Scheiße, ich muss auf Klo. Das ist jetzt unpassend. Das ist doof. Spawn ich erstmal, was finde ich als erstes? MG-Magazin. Hier ist eine Makarov, verdammt. Fehlt mir nur noch ein MG. Also ich war Porevka. Also ich müsste jetzt eigentlich mehr Zelenogorsk sein. Triff dich mit Alex. Zelenogorsk, komm da mal hin. Mal. Bin in irgendeiner Scheune drin. Schön. Das ist natürlich sehr hilfreich. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ich sehe das auf der Welt nicht. Okay, ich habe jetzt mal direkt ein Main Rotor Assembly, falls ich mal so ein Heli finde oder sowas und dann noch ein MG-Magazin. Was? Der hier! Ach, leck. Wenn man hinten ist so ein rotes Haus, so eins, in wie wir auch, in was für einem wir auch gestorben sind. Vielleicht finde ich da ja irgendwelche guten Sachen. Oder vielleicht sterbe ich da direkt auch wieder drin, aber. Ich tun, 4 ist doch ein bisschen übertrieben. 1, 2. Ach, findest du? Ich weiß nicht, Cherry Cane?
Was willst du mit dem ganzen Zeug? Wir haben ja kein Auto und nix. Also es wäre einfach. Wenn du einfach mal zu. Nein, jetzt habe ich den Notfalls wieder mitgenommen. Mann. Oh, das ist natürlich auch hilfreich. Oh, scheiße. Engine Part, Alter, wieso finde ich hier so ein komisches Zeug? Barrican. Marker auf Magazin, ja, wow. Wo sind die jetzt hin? Habt ihr doch gerade rausgeworfen, oder? Eine Uhr, immerhin. Auf und weg. Sag mal, wo soll das denn hier? Raus. Ah. Alter Vater, hier, das geht jetzt nicht. Ja. Wie viele waren jetzt auf dem Server? Kann man eh kurz nachgucken? Nicht so viele. So, nein! Nein! Nein, nicht viele. Naja, ist ja bestimmt keiner in Elektro. Elektro? Die Stadt kennt doch gar keiner. Die ist doch voll unbekannt. Glaub ich auch. Super klein. Voll klein. Drei Häuser und sowas. Naja, noch habe ich nicht viel. Hab ich auch nicht. Eine Axt und Main Rotor Assembly. Und ein MG Magazin. Was habe ich gefunden? Irgendwie Bandage, Painkiller, das ist das Übliche, was zu trinken. Ja, wir können aber gleich auch irgendwann mal Pause machen. Ach, Pause, nein. Aus einer Pause, was bist du für? Nee, also ich weiß nicht. Ich hab zwar irgendwie noch Lust, aber irgendwie ist jetzt schon doof. Da ist ein Spieler, ach verdammte Scheiße. Und es senkt die Stimmung so ein bisschen. Ja, alles für ein Zeug passiert. Ja, da ist ein Spieler in der Feuerwache. Ja, du hast doch keine Möglichkeit, ihn zu töten, oder? Ich glaube nicht. Ich versuch's, ich habe jetzt einfach. Wenn ich jetzt sterbe, mache ich einfach auf. Mach irgendwas von wegen Friendly oder sowas und dann. Ja. Dann ist Guard. Dann ist Guard, genau. Oh, Guard. Hm, wo ist er hin? Schwach sind sie zu stark. Das heißt genau andersrum, ne? Nein. Doch, sind sie zu stark, bist du zu schwach. Ah. Ja, beinahe. Da war doch einer, wo ist er? Genau. Werbung davon. Alex, kannst du irgendwie wieder ein Stückchen weiter weg von deinem Mikro sitzt oder sowas? Hallo? Hört sich ein bisschen an, aber nur kann sein, dass ich mich irre. Was sind die Arme? Hört sich mal so besser? Ja. Das Ding war auch weiter nach unten geknickt und nicht zu meinem Mund. Ja. Also war es weiter weg von deinem Mikro. Kann sein. Mhm. Wir wissen Bescheid. Da ist ein Spieler. Gut. Ist ein Spieler. Und er beschießt mich. Und er beschießt mich. Da. Und da ist er. Und er hat mich getroffen. Los, Freunde. Ich laufe. Nein! Wichser. Ja, wir können ja über irgendwelche Themen jetzt reden, weil jetzt hier gerade nichts Spannendes passiert. Jetzt gleich eh Schluss machen, bald. Was willst du hier mit Schluss machen? Ich bin so übel. Wir suchen uns jetzt ein Auto und cruisen rum. Ja, würde ich auch sagen. Wir reparieren jetzt den Hubschrauber. Ach nee, ich habe nämlich auch schon die gefunden. Ach, ja, nein, ich hab noch keinen, aber wer weiß. Vielleicht steht's ja so mitten auf der Straße, ne? Oder ein Hacker kommt vorbeigeflogen, nimmt das alle mit. Und dann töten wir ihn. Dann töten wir ihn. Ja, was? Die lutschen nur hin und verlieben nicht. Wie werden sich ein Hubschrauber cheatet und fliegen? Denkst du, der Hubschrauber soll glitzen, so, dass er irgendwie im Boden fliegt oder was? Oh ja. Oder halbe Propeller. Mein Puls geht immer so verdammt hoch bei so einem Spieler, ey, Alter. Ja, aber lebst du noch? Oh ja. Mein Puls geht hoch. Oh, ich hab nicht gesehen, dass du gestorben wärst. Keine Ahnung. Im Schrank. Was? Im Schrank? Nee. Ich werd hier wieder von allen Seiten geärgert. Mhm. Achso, hier Thema Windows 8. Was haltet ihr davon? Wollt ihr umsteigen von Windows 7 auf Windows 8? Ah. Windows 8 ist so eine Bereicherung. Bin ich auch. Ja, voller Vorteil, dass noch alles viel schlimmer wird. Wow, ich habe jetzt ein Handy in meinem PC, nur ich kann damit nicht telefonieren. Das sieht so aus. Nee, also es ist echt für Handys und für Tablets ist Windows 8, also die angepasste Form von Windows Phone halt. LOL! Super, Alter, what the fuck? Was ist das für...
Aber für normale Menschen wie mich, die ihren PC nicht nur für spaßige Sachen, sondern vielleicht auch zum Arbeiten oder sowas benutzen. Jetzt bin ich tot, okay, jetzt bin ich tot. Verdammte Scheiße, ey. Glaube ich, damit wenig anfangen. Echt, bist du tot? Schade. Ja. Scheiße, ey. Stirbst du so schnell? Was bist denn du für einer? Ja, der hat mich schon gesehen. Ich bin einfach da durch die Dings. Eigentlich bin ich den noch hinterher im Kreis gelaufen und hab gedacht, ich könnte den irgendwie. Du hast gar nichts, warum knallt er dich ab, wenn du gar nichts hast? Naja, ich hab eine Axt in der Hand. Du musst einfach nur friendly, friendly rufen. Und dann so, oh no, why did you kill me? Und so. No. Na gut, okay, ich würde mal sagen, also ich mache jetzt hier an der Stelle Schluss. Ja, also ich denke auch, wir haben ja nichts, wir fangen das nächste Mal einfach irgendwie neu an oder so. Ja. Oder wir nehmen erst dann auf, wenn wieder irgendwie actionmäßig was abgeht. Gut, ja, okay. Naja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Tschüss. Ciao.